Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 21. Mit mir dabei ist natürlich der Halvar Valvorik. Ja, servus. Cheftrainer. Und der Dago. Hallöchen zusammen. Juhu. Genau. Es geht weiter in der Liga gegen Mansfield Town, ihres Zeichens 17. Ja. Nicht ganz so weit vorne. Steht jetzt bei dem FIFA-Teil ja auch immer jetzt wieder mit dran. Das war vorher nicht so, soweit ich weiß. Aktuell von der Tabelle her sieht es ganz gut aus. Wir haben... Können nicht klagen. Du. Gegen wen haben wir denn gespielt da vorne? Port Vale? Ich glaube Port Vale. Gegen Port Vale haben wir gespielt und gegen Forest Green ja. Auch. Und Newport. Und Newport. Mhm. Okay. Zumindest seitdem ich dabei war. Gegen wen du davor schon gespielt hast, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe vorne gegen Port Vale habe ich das erste Spiel gehabt. Da warst du noch nicht dabei. Stimmt, aber wir haben gegen andere noch gespielt, die auch irgendwas mit P haben, glaube ich. Egal. Newport. Bradford. Es sind hier, glaube ich, ja eh, sind es 24 Mannschaften hier in League 2? Ja, ne? Ja. Ja, ja gut. Oh, Bolton Wanderers sind auch hier? Krass. Denen geht es auch nicht so gut. Wollte gerade sagen. Ja, sieht nicht so toll Premier aus. Waren doch mal Premier League, oder? Die waren mal Premier League, ja. Noch gar nicht so furchtbar lange her. Ja, gefühlt zu lange. Ja, aber gefühlt noch gar nicht so lange, dass man jetzt sagt, ja gut, das ist schon 40 Jahre her oder so. Ja, so nee, dann nee, auch. Jetzt, das definitiv nicht. 10, 15 vielleicht. Okay, dann gehen wir mal wieder auf Simulieren. Jo, ab auf unseren Tribünenplatz. Geben wir denen die Chance, ohne uns da was zu reißen. Wir können ja da jederzeit eingreifen. Gefühlt die B11, also nicht ganz, aber so schon ordentlich durchgetauscht. Ja, aber wir haben schon ordentlich durchgetauscht. Chill, was ist Ivan, Pena, also es sind schon... Nicht die Stammelf, die er spielt jetzt. So eine, ja, eine kleine Mischung. Teil ach, B11. Williams. Die AB11. Aktuell Mansfield im Ballbesitz. Passen sich den quirligen ja. Tee bis zum Schluss. Wow. 18 geleitet dann eben mal kurzes rüber über die Linie, den Ball. Dankeschön dafür. Danke, 2013 Frühling? Oh, schade. Leider verzogen. 2013 Frühling. 2013 Frühling! 37 ist Pena, ne? Ja. Den beobachte ich auch mal so ein bisschen. Ich hab dich im Auge, Junge. Ja, war vielleicht zu steil der Winkel. Vom Kim. Immer so ein bisschen der Blick rüber, warte, wer war das jetzt nochmal? Ja, 20. Ja, komm, 20. Chilbers. Stark. Schöner Kurzpass. Ivan auf Williams. Williams. Heißt das Ivan Williams? Ach, nicht, vor den... Schön. Ivan im Williams, das war von warte. Ja, Williams wieder ein bisschen platt. Aber krass ist, wir müssen halt echt schon wieder nichts machen, gefühlt. Also, ach, komm, außer irgendwann mal auswechseln halt. War das Frühling? Da geht doch mehr. Ein Schüsschen. Noch ist das Spiel auch nicht vorbei, ne? Ah. Oh, schade. Meine Art. Eingreifen. Alle zusammen scheißen. Zugriff. Da wird's durchgesagt, wie die heißt. Das ist doch echt gemein. Ich habe auch schon gehört, dass in manchen, zumindest im Deutschen, gibt es sogar manchmal Torhymnen. In Dortmund, glaube okay. Ich, war das. 7, stark. Remu. Remu. Ja, das ist kein schlechter Einkauf gewesen. Neu geholt und. Hat schon sein zweites Tor im dritten Spiel. Respekt. Der ist angekommen. Würde man sagen. Dobini, hallo. Aber ist natürlich auch einer unserer besseren Spieler. Ach, jetzt haben wir wieder vergessen, den LM drauf zu packen. Ach. Egal. Ja, es geht ihm zumindest wieder besser, dem Kim. Williams ist eh ein bisschen mehr platt.
Müssen wir den auswechseln? Bayram ist immer ganz cool. Memo an uns selbst machen wir nach dem Spiel, ne? Garantiert. Aremo oder Aremo Sud oder Pena? Machen wir mal Aremo Sud. Ja. Hat sein Tor geschossen. Pena darf ruhig noch ein bisschen weiterspielen erstmal. Der soll mal. Der wird im nächsten Spiel eher grundsätzlich wieder ausgewechselt, wahrscheinlich. Ja. Dann sollte er sich verausgaben, dann wieder entspannen beim nächsten Spiel. Und unser Tor, unsere Fünfer-Serie ist mal wieder gerissen. Ja, natürlich. Wer hat es anders erwartet? Ja. Das war wahrscheinlich wieder zu eng. Wir waren die 27. Jetzt sind wir verkackt. Oder Bayer-Ramay, oder? Wie heißt der Bayer-Rama? Ja, Bayram. Stimmt, der ist die 27, ja. Bayram. Bayram. Schön. Schön, quirlig. Ja, der ging irgendwo hin. Ja, hat der Azon in der Mitte gewartet. Vergebens. Vielleicht hat er auf den versucht zu spielen, aber ging irgendwie zu schnell vorbei oder was auch immer. Da ging es an ihm vorbei. Joa. Ich würde sagen, Torwarttausch. Nein, Quatsch. Tschüss, Opa. Ja, Azon, theoretisch, ne? Oder, nee, ne, oder Peña. Azon für von Moos. Ja. Ja, oder lieber die Verteidigung. Peña. Ja, machen wir lieber die Verteidigung. Ja, raus, weil. Also, du schaffst das. Wir führen noch und das dürfte auch gerne so bleiben. Also, was war das denn? Einfach keinen Bock gehabt. Die wollten auswechseln, diesmal aber wirklich. Warte, hat aber mal den Ball ins Ausgeleitet. Bevor es wieder dazu kommt, dass keiner war reinkommt. Bis zuletzt. Ah, sehr schön. Azon, Frühling. Na, Frühling, wie er sich raustreiben lässt. Schade. Ihr dürft halt jetzt keinen Scheiß machen, Jungs. Wir haben, können nicht mehr wechseln. Ja, und eingreifen wird dann schon knapp. 10 Minuten vor Schluss. Boah, mal über einen halben Platz geschossen, war auch nicht so clever. Der Ball ist schon wieder weg und in einer gefährlichen Position. Eieieiei, das war knapp. Ja, zum Glück sind die auch älter, die von Mansfield. Die Mannen. Sind platter als wir teilweise von dem her. Stimmt. Ja. Wieso passen die denn immer so weit raus? Was soll das denn also? Ja. Das geht echt bei immerhin. Ja. Okay, Bayram. Bayram nochmal. Ist doch gut. 20. Schön. Ja. Vor die Linke. Deckel drauf. Nice. Eingreifen. Verhindern. Das spiele ich selber zu Ende. 3-1 stark. Ja, also ohne Scheiß, wir müssen echt nichts mehr machen. Außer aber zum ein bisschen auswechseln natürlich macht Sinn. Aber. Ja, okay. Exeter baut Siegesserie auf 9 Spieler aus. Geil, geil, geil. Für Sweeney. Wurde für Sweeney zurückgezogen? Hä? Wann war das denn? Was? Welches Angebot? Hä? Hä? Wann kam das denn rein? Beide auch. Also was? 800.000? Das hätten wir noch nicht abgelehnt. Hä? Was soll denn das? Gut, das eine kann schon älter sein, aber... Sind wir nicht darüber informiert worden? Transfer, erster Neunter. Das war nur das eine mit 550. Okay. Das andere muss schon älter sein. Von irgendwann. Aber wann, ey? Das ist dann schon viel älter. Das sieht man schon gar nicht mehr. Naja, eben. Wahrscheinlich vom 1. Juli oder sowas. Wahrscheinlich. Ein bisschen seltsam. Na, egal. Bleibt halt mal da. Zumindest noch ein paar Monate. Entwicklungsplan. Von Moss, der ist jetzt Stürmer. Warte. Y, genau, sehr schön. Was kannst du eigentlich? Ja, aber was kann der eigentlich? Was soll man machen mit dem? Ja, theoretisch muss er schießen üben, weil 58 ist halt echt mies.
Also da möglichst viel. 83, Knipser, ja. 63 Abschluss hat er jetzt. Ja, Knipser, oder? Ich glaube, da ist relativ viel dabei von von der Ecke. Kurzer Pass 50 ist auch geht besser. Was war da? Abschluss, Stellungsspiel, Schusskraft. Reaktion, Beweglichkeit. Wobei Ja. Beweglichkeit braucht er gar nicht so sehr, aber das lernt er auch nicht, oder? War nicht ein Strich? Von wegen, ja, nö. Ja, das ist ja schon so gut, glaube ich, das lernt er nicht mehr. Da sagt er, Ausdauer. also Ausdauer ist höre auch nicht ich verkehrt. Ausdauer, Abschluss, nicht. Stellungsspiel, Ja, okay. Schusskraft. Dann machen wir den Knipser. Deine Verbindung zur Ehe wurde unterbrochen. Ach, ist ja toll. Man liebt es. Hat jetzt wieder alles durcheinander Okay. geschossen, oder? Ach, Trainingstag, jetzt geht das wieder los. Wundern wird es mich nicht. Wundern wird es mich nicht. Ja. Doch wieder das zweite Team. Da müsste die Bissigkeit ja ziemlich scheiße sein. Dürfen die Trainingstag machen. AC und ihr macht's. Ja. Oh, Ein davon. ja. Oh Mann, Flanken in den Strafraum. Okay, da muss ich das selber spielen mal. Okay. Das hat man doch schon, oder? Ich glaube, es gibt mehrere davon. Wow. Es ist ein bisschen ätzend wegen dem Punkt, weil der Punkt nicht genau dahin geht, wo der Ball hinkommt, sondern ungefähr in diesem Bereich. Ja, Siehst, irgendwohin. wie du siehst. Also ich Dumm, habe das dass ich heute mich auch schon. nicht bewegen darf. Das ist eher so ein Freistoßdings. Ich habe das heute auch schon gemacht. Das ist irgendwie total Ich komisch. hasse Freistoß. Ich glaube, ich habe auch maximal C geschafft, glaube ich. Okay. Ja, das wäre doch mal was. Sieh, oh mein Gott. Sehen wir doch Hab mal. mich jetzt aber auch nicht zu lange damit aufgehalten, weil ich gedacht habe, okay, beim nächsten Mal mache ich was anderes. Dann lass mal halt sie. Ja. Ich versuche es nur normalerweise schon so gut wie möglich zu machen, aber wenn es halt so ein Kack ist wie das hier zum Beispiel. Er ging immerhin rüber. Hey. Ja? Auch der Verteidiger, der dran war, glaube ich. Leider. Ja, der Wow. geht. D ist halt sowas wie nichts, oder? D ist halt eher so, D ist halt. da kriegst du, glaube ich, du kriegst auch schon Pluspunkte, aber halt nur ein oder Ich zwei. glaube, das ist gerade neutral D, oder? Meinst du? Ich glaube, so wie wenn man es gar nicht spielt, also wie wenn man es Aber D durchsimuliert. heißt doch Drive. D heißt doch toll. N ist doch neutral. Ach so. Oh, krass. Also das mit den Toren klappt schon mal nicht so gut. Immerhin kommen jetzt mal Erziele so mehr viele an. Tore wie möglich, ist das Ziel übrigens. Nur so, Ach so. falls du nicht weißt, wie die Übung geht. Aber es gibt ja auch immerhin Punkte dafür, also. Du siehst aber, wie viel. Ist auch noch überschaubar. Wobei, du bist, glaube ich, jetzt schon im C-Bereich. Ja, es läuft schon besser. Da können wir es gleich wieder verkacken. Zum Glück wird hier nicht so viel abgezogen. Ja, schau, 500 und Wow. ich glaube, wir sind im C-Bereich. Ich glaube, auch das Orange sieht zähig aus. Das sieht doch gut aus. Vielleicht schaffst du noch B? Hm? Ja, ach, Diamante. Ach, Na, der guck mal, muss B. doch Bist reingehen. aber schon im B-Bereich jetzt. Ach so, weil es grün ist? Ja, okay. Schön. Ja, nee, nee, kein neuer Versuch. C können wir vielleicht auch noch wechseln. Mach mal. Jetzt gibt es 2a. Einmal Vorlage Stopp, rein. einmal Vorlagen. Ja, egal, ich mach das einfach. Ich simuliere das durch. Wird schon passen, da macht halt der Pena Torvorlagen. Ich will mich da echt nicht zu lange damit Ja, gut. beschäftigen. Nochmal Trainingstag. Büro. Na, gibt's ein Angebot? Scout-Abschlussbericht für was? Ross McCrory? Quarry. Achso, das ist der, den du gesagt hast. Der eigentlich von Randers ist, aber jetzt gerade ausgeliehen. Ausgeliehen ist, ja.
Und okay, 2,6 Mille Marktwert ist aber auch nicht ohne. Für die nächste Liga. Ja. Wie schaut es denn gerade aus mit der mit der Bissigkeit? Könnte immer noch von, besser sein. Von die Bissigkeit her. Dürften eigentlich gerne nochmal ran. Zum größten Teil. Von Moos ist so, der war bei 23 oder 24. Wo ist der jetzt mittlerweile? Bei Ryan. Wahrscheinlich bei 30 oder so. Wer? Der von Moos? Moos? 34. 34. Ah, du meinst 10 Bissigkeit dazugekriegt. Echt doch immer nicht so der Kracher. Bowman habe ich echt schon langsam keinen Bock mehr, den spielen zu lassen. Was haben wir denn da sonst Jones. Noch? Jones. Jones. Ja, 72. Aber von Moos ist jetzt auch ein 61er Stürmer übrigens. Nur so groß, gerade so okay, der Unterschied. Ja, nice. Zu RM 850 oder was er gehabt hat. Kann gerne noch mehr haben, aber finde ich tendenziell schon mal gut. Ja, aber das heißt im Prinzip, dass FIFA das einfach nur falsch getüdelt hat. Weil wir haben ihn ja nicht wahnsinnig viel verbessert. Von seinen Werten her zumindest nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja, hat halt ein Tor geschossen. Vielleicht ja, wir haben ihn einfach nur umgestellt im Prinzip und seine Fähigkeiten auf Stürmer umgelernt. Und zack, wird er plötzlich von 58 auf 61. Das, was eigentlich für ihn besser wäre. C. Ist auffällig, oder? Was das uns über die CE gibt. Dass er dadurch besser geworden ist. Also nee. Aber das machen wir schon wieder die Torvorlagen. Es sind halt wieder die Innenverteidiger drin. Das ist halt schon so ein bisschen dumm. Ja, versuch das mal irgendwie umzubauen, dass du dann alle, die dürfen ja alle nur eine Übung machen. Das heißt, du musst halt echt gucken, wo du die dann reinsetzt. Wissen wir, dass der in einer anderen Übung ist, Mann. Ich meine, passt dürfen die ja auch üben, so ist es ja nicht, aber. Aber tendenziell gibt es halt andere, die es vielleicht wichtiger, wo es so kann, du ist. Ja, González könnte aus der anderen raus, eventuell. Rebo Williams. Ich weiß allerdings nicht, was die andere ist. Stimmt, González wäre auch nicht schlecht. Dann Arimo raus und González rein. Ist halt immer so ein Hin- und Hergeschiebe. Irgendwie, ne? Machen wir weiter. Also da Torvorlagen mit Innenverteidigung und Weg zum Tor, ja, ist das wirklich die Sache. Schießt aus allen Winkeln, Bowman von Moos. Ja, dann Stürmer, da könnte Jones höchstens noch für Aremu rein, aber ja gut. Ja. Ja. Als Stürmer halt. Deshalb. Spieler ändern. Aremu und Jones rein. Ja, wollen wir. Jetzt muss Aremu also nochmal in die andere rein. Oder? Aremu muss jetzt ja, nochmal. Jetzt mal haben wir nur zwei. Da fehlt eigentlich noch ein dritter dann. Das ist doch Bowman von Moos und Jones. Du siehst die doch da in der Liste. Bowman von. Okay. Aremu, hä? Ich hab doch gesagt. Ja, du hast es jetzt wieder abgebrochen durch. Aremu raus. Jones rein. Ja, jetzt steht er hier in der Liste gleich. Ja. Jetzt sind hier raus. Drei drin. Ja. Ohne speichern. Du willst mich verarschen. Das ist gerade irgendwie raus, ohne zu speichern. Dann hast du auf Ja. Warum auch immer. Okay, und jetzt? Auf Fertig. Ach, diese weiter. Dinge, diese, genau. Das muss mit der Starttaste passieren, was natürlich auch nicht dasteht. Doch, da unten Fertig. Aber fertig ist die Starttaste? Okay. Das ist das Problem, dass das die Tastatur-Starttaste ist. Frag mich nicht, was es für eine ist. Ich habe es auch noch nicht raus. Einfach. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass das die Starttaste ist. Okay. Interessant. Wilkinson. In letzter Zeit sehr gut in Form, fühle mich wohl. Ja, natürlich. Denk drüber nach. Dreht sich aber nicht alles um dich. Das kannst du gleich vergessen. Taktik vorher. Ja, gut, wir haben ja gesagt, Pena nehmen wir eh raus. Von dem her passt das ja auch. Der jetzt übrigens auch eine 59 geworden ist. Nur so. Okay. Südorf also auch gerne mal wieder. Also unser Plan geht auf. Sie entwickeln sich nach und nach. Geil. Geil. Jones. Darf auch wieder mal. Ja, Gonzales mit reinnehmen. Chilvers, Diamante.
Dann zahlen das mal mit auf die Bank setzen. Stimmt, ja. Sagen wir jedes Mal. Deshalb habe ich jetzt. Alles. Da kann Penny eigentlich mal ganz raus, weil wir haben ja noch A&B auf der Bank. Dann passt das, glaube ich, auch wieder. Stürmer rechts mit der Dings mit der Defensiv. Defensiv haben wir zwei. Wobei Chivas ja offensiv ist eigentlich. Ja, irgendwann merkt das dann. Irgendwann lernt das, was er ist. Ja, sobald er fertig ist mit Umschulen. Umlulen. So, dann. Ja, passt soweit. Dann haben wir die A11. Ja. Wenn das nichts wird. Das sieht also stärkentechnisch schon mal sehr gut aus. Und wie gesagt, wir haben die ja fast alle ausgetauscht. Das heißt, sie sind auch alle gescoutet. Dann gehen wir mal auf Simulieren. Leute, jetzt. Das sind unsere, ist unser Werk mehr oder weniger. Mal abgesehen. Also eigentlich alle, abgesehen oder? Von Williams. Ja gut, Williams ist der gut. Der wird sich auch denken, shit, ich bin wohl der Nächste. Ach so, und Caprice. Ist auch. Stimmt, ja. Aber gut, ich meine, warum soll man nicht was Bestehendes... Und Sparkles, 3 sogar. Also, warum soll man nicht was Gutes, was Bestehendes lassen? Ne? Also ich meine, muss ja nicht alles auseinanderrupfen. Obata könnte man übrigens auch die 1 geben. Ja. Wir sind ja immer noch am Überlegen, was wir mit unserem Bart machen, ne? Weil der wird nicht Stammtorhüter. Das ist halt der. Ob man stattdessen einen Jungen hochziehen? Oder ihn einfach verlängern und mitlaufen lassen? Können wir schlechter ist er ja auch nicht. Nee, wir können ja natürlich mal gucken, dass wir ihn zumindest einmal für 2 Jahre verlängern oder so. Ja, also wirklich. Oder wenn er 3 will, dann auch 3 wegen mir, ja. Dass wir ihn so ein bisschen als Nummer 2 mitlaufen lassen und gucken, irgendwann wird in der Jugend wahrscheinlich auch mal ein Torhüter kommen, der vielleicht interessant ist. Dann bis dahin einfach mal erstmal ein bisschen mitnehmen. Und in der höheren Liga dann kommt vielleicht auch, was wird es dann vielleicht auch spannender mit anderen Alternativen? Ja, wir müssen irgendwann mal vermutlich auch einen anderen Torwart suchen. Ich glaube nicht, dass Obata unser Stammtorhüter bleiben wird. Jake hat mir diesen Unbehauen empfohlen. Voll stark. Unbehauen? Ja. Der Luca Unbehauen, glaube ich, von Dortmund. Ah, okay. Ist dann dritter, vierter Torwart da, oder was? Okay. Aber er hat noch keinen Bock gehabt, zu uns zu kommen. Ja, das ist halt das Ding, wir müssen jetzt erstmal aufsteigen. Ich glaube, bei League One siehst du auch wieder andere Spieler. Ja, ich meine, Scouten würde ich schon hinkriegen, dass ich noch gucke, ob man irgendwie einen anderen Torhüter hin finden, der günstig wäre. Jetzt haben wir erstmal Obata. Ja, lass uns den erstmal ein bisschen spielen. Weil er hat sich ja schon mal ein bisschen verbessert. Ja, geht jetzt eher um Ward. Ja, und bei Ward, wie gesagt, ich würde sagen, wir nehmen ihn erstmal diese Saison sowieso. Es sei denn, wir kriegen jetzt irgendwie in der noch ein Angebot für ihn rein, das verlockend ist. Aber dann kann man immer noch mal gucken. Sieht noch alles sehr gut aus. Kann man weiterspielen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich. Können wir eigentlich weiterspielen lassen so. Jungs, ihr macht das okay. Darf gerne noch ein Tor fallen. Ja, wobei, ich sag mal so, wenn die nächsten 30, 40 Spiele auch mit 1-0 gewinnen, sind wir auch aufgestiegen. Ja. Kein Gegentor. Ein bisschen mehr Spektakel wäre halt schön. Aber, haben wir ein Gegentor erhalten beim letzten Mal? Letztes Mal, ja. Ah. Schon. Serie war relativ schnell wieder kaputt. Shit. Okay, passt. Wir haben den Ball wieder. Frühling ist sehr oft sehr weit hinten, habe ich den Eindruck, ne? Ist die 19. Wer ist die 19? Okay, nee. Der Kim darf ruhig nach hinten. Der Kim darf weiter hinten sein. Ja, der darf sich den Ball gerne holen. Ja, wir müssen da tatsächlich die 9 draus machen, glaube ich. Dann ist es eindeutiger. Werde ich, glaube ich, dann in der Offscreen machen, überlegen, wer welche Dings also, kriegt. Kannst du ja dann ganz am Schluss nochmal herzeigen, wie es jetzt schlussendlich einmal kurz die Nummer durchgeht, gut ist. Dann werden wir uns wieder erst, wer war wer nochmal? Die 9 werde ich mir dann merken können, glaube ich. Aber beim Rest wird es genauso laufen. Und teilweise, wenn die Nummern nicht schlecht sind, können sie eh bleiben. Nur halt gerade so Schlüsselpositionen. Ja, wäre, glaube ich, schon ganz gut.
Ja, Süd, das war jetzt auch gerade nix. Ja, das, jetzt bauen sie aber auch langsam ein bisschen ab. So, also Diamante ist schon wieder fast bei der Platt, Hälfte. kann Chilvers rein. Capriccio ist schon halb kaputt. Haben wir da noch Jones. einen Rechtsverteidiger mit? Nee. Ah doch, Aremu kann doch Rechtsverteidiger von den Werten, ne? Kruger kann auch alles. Haben wir den nicht dafür für alles gescoutet damals? Stimmt, da war irgendwie links oder rechts Rechtsverteidiger. Dann machen wir Rechts, glaube das. ich. Also wir haben ihn noch nicht da gelernt, aber wenn er die Fähigkeiten dazu hat. Theoretisch könnte es. Und von Moos statt Jones? Oder ist uns das noch nicht sicher genug? Doch, ich glaube, oder? Ich meine, es ist. Oder Gonzales statt Kim, dass der mal darf. Jones ist ein bisschen platter, finde ich, aber. Ja, dann machen Jo, wir Kim läuft halt wahrscheinlich mehr, oder? Na gut. tendenziell ja. Schauen wir mal, vielleicht kommt es auch gar nicht mehr zum Abpfiff, Ja, wir hatten das schon mal zum so. Du Wechsel. hast früher schon mal den Wechsel angeleiert. Ja, Ja. es kommt doch zum Ab. Eingreifen? Ja, das sollten wir jetzt machen. Oh Mann, oh Mann. Kriegen die wieder ein Gegentor? Also Siegesserie wird schwer. Also Siegesserie ohne Treffer, meine ich. Ohne Gegentor. Ja, bei Simulation ist halt auch viel Glück mit dabei, ne? Ja. Trotzdem. Ist halt Läuft doch. aber auf jeden Fall schon mal besser. Und du hattest ja auch erwähnt, du hast ja auch mal simuliert und da kam auch irgendwie ein Mist raus nur. Ja, so. Ja. Jawohl. Ach, wollen wir wieder weiter simulieren. Kriegen wir einen Ausgleich noch, wenn wir mit dabei sind. Oh Simulieren. je, er verletzt dich wieder in der halben Hand wahrscheinlich. Ja, Frühling. Ich dachte, wir laufen jetzt auch wieder aufs Feld, aber es ist Spark ist. In dem gelben Trikot. Juhu! Ach, Leute, könnt ihr mal das einheitlich anziehen, weißt du? Aber Sieg bleibt Sieg. Die 3 Punkte, ne? Wollen wir jetzt gerne behalten, wenn es geht. Die Siegesserie. Also diese zu Null Serie. Ist Schade. das 10. Spiel? Kann sein, 9. oder 10. Also 10 Spiele ohne Niederlage, sogar alle Ja, nee, 10 das gewonnen. geht echt klar. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Ja. Hast du schon mal eine gute Grundlage für einen Aufstieg, für einen möglichen Aufstieg gelegt, sagen wir mal so. Weißt du nicht, wie wichtig dieses Ziel ist, dieses Spiele zu Null? Weil es ist ja schon eine Vorgabe vom Manager, dass der Manager dann sauer wäre, wenn das nicht klappt. Alles Alter. easy, Koga regelt. Ja, Kuba hat aber auch versaut. Koga versaut. Schön. Ja, nice. Bisschen 2-1. nachhelfen hast du müssen, aber. Kurz eingegriffen, zack, fertig. Deckel drauf. Wird auch nur noch dein Tor angezeigt. Achievement wird erledigt. Das hatte ich aber auch greifen in eine bestehende Simulation ein. Das ist ein Achievement. Wow. Haben Sie auch schon mal was Besseres einfallen lassen? Start das Spiel. Achievement. Wieso haben Sie simuliert? Achievement. Spiel gestartet. Wieso haben Gab's Sie auch. simuliert? Fragezeichen. Simulant, was das Grandioser Auftritt natürlich. denn? Alles wieder rausgeholt, 2 Tore gemacht. Dass der immer wieder seine Moral droppt zwischendrin. Der müsste eigentlich permanent dauerglücklich sein. Echt mal. Gut, aber wir lassen ihn zwischendurch auch nicht spielen, wenn er gerade seinen Ellbogen verletzt hat oder so. Das senkt sich schon auf die Stimmung, wenn du den Sie haben das Ellbogen. entscheidende Tor gemacht, oder? Wusste ich gar nicht. Ja, du hast ihn eingewechselt. Ich war das, ich. Ja, aber ist ja auch so, du hast ja dann eingegriffen. Natürlich hast du das entscheidende Tor gemacht. Da war natürlich das bessere Spiel. Ah, bessere Team. Wir waren das bessere Spiel. Danke, dass Sie mir ein Ohr geliehen haben. Kann ich es bitte Gerne, wieder haben? Niki Lauda. Kann ich es bitte wieder haben? Mach weiter so. Hä? Achso, ja, kann ich mein Ohr wieder haben? Mann. Oh. Oh. Ach du Leicester. Scheiße. Alter. Ach du Aber Scheiße. dann ist das andere noch ein anderer Cup.
den wir da spielen. Ja. Das war Ist das FA jetzt, Cup, oder? das kannst du, das andere kannst du nicht simulieren gegen Leicester. Schweden abgegrast. Bin mir nicht sicher, ob ich weit drin. Du kannst doch überhaupt nichts neu finden. Kann das sein? Wofür schicke ich dich los? Gegen Leicester kannst du nicht simulieren, oder? Musst du Fuck. selber spielen. Ja, das sollte man spielen. Das sollte man mit der besten Truppe spielen. Ja. Ja, man, die sieht eh schon. Ist eigentlich eh die beste. Ja, wir müssen sie nur noch ein bisschen Bisschen ausruhen, platt, alle. aber. Ist das jetzt schon? Ja, Ja. natürlich. Ja, Da sollte hilft aber ja nichts. passen, oder? Ich meine, Süd können wir eventuell gegen Aremu tauschen. Die Auswechselbank ist auch relativ ausgeruht. Das ist auch gut. Ja, von Die Frage Moos ist, kommt vielleicht ob du runter. Ivan Son. ob du Ivan mitnimmst, habe ich gerade auch philosophiert. Und dann im Moment hast du es gemacht. Also ja. Ja, ich glaube, das passt so. Okay. Ja, spannend. Dann haben wir da nochmal einen Kracher. Zum Ende der Folge. Ja. Speichern wir nochmal. Puh, Ja, und es dann Lester. könnte die erste Niederlage Ja, das bedeuten. könnte echt wehtun. Weil gegen Leicester, naja, die sind halt. Das machen wir auch übrigens noch. Cantu, jetzt ist er RV, jetzt hat er das auch mal gemerkt. 63. Lass mal auf ausgeglichen. Ja, das schauen wir uns noch genauer an nach dem Pokalfight. Rona ist hat gewechselt, sehr schön. Chilvers, haben wir den schon? Auch noch nicht. Okay, Der ist noch passt. nicht ganz fertig, oder? Was ist jetzt Ist auch aufhören? schon ZOM. Okay. Sehr schön, dann wissen die langsam, was sie machen wollen, wohin sie gehören. Ja, jetzt ist langsam die. Passt die Richtung einigermaßen. ZOM, ZDM, Außenverteidiger haben wir jetzt keinen. RV, IV, LV, LM. Warte, ich schaue nochmal ganz kurz durch, ob jetzt alles passt oder ob wir ihn dann übersehen hätten. Gonzales ist links, das passt. ZDM, TW, ZOM. Omos, Stürmer, Sweeney, Cantu passt. Orona, Pena, Boya, passt alles. Haben alle die Position, die sie haben sollen. Wir brauchen wen? Einen Außenverteidiger? Weiß ich nicht, sollen wir einen mitnehmen oder nicht? Ich meine, wir sehen, die sind, glaube ich, auch schon ein bisschen platt, oder die beiden? Also statt Süd dann eventuell, weil Süd ja auch schon generell platt ist. Ja, hatte ich Ja, dann kann überlegt. man so einen LV statt Zwargs mitnehmen. Den Orona mit. Ist halt dann die Frage, wer für Aremu eventuell spielt im ZDM. Ja, der muss halt dann durchspielen. Hilft ja nichts. Ja, der ist noch am ausgeruhtesten. Fetz, da musst du durch. Um unser Hetz. Wie mal Fetz. Lester, ja. Alter, schau dir das an. Aber guck mal, Wadi ist nicht mehr da. Paulsen, ist das Stimmt. der aus der Bundesliga von Die sind ja Leipzig? Na, viel komplett Spaß. umgeändert, oder? Na, viel Spaß, wenn es der von Leipzig. Tielemans. Fofana? Prät? Ja, Schmeichel? gut. Aber hat Evans auch schon dort gespielt? Trikot ändern. Was haben die denn für ein Trikot? Blau. Kackbratzenbraun. Naja, komm. Ja, was ist Willst du mit Blau spielen? Ja, okay, komm, dann schauen wir mal. Nicht zu lange aufhalten, sonst wird die Folge so lang. Jetzt erstmal simulieren. Wenn wir 4-0 führen, kannst du auf Simulation umstellen. Herr Frühling. Wenn wir 4-0 führen, vor allem. Ja. Der Optimist. In der Nacht spielen wir da offenbar. Ja, zu Hause. Guten Morgen. Hey. Ja, passt auch irgendwie. Also, bei uns sieht es Ja, draußen gerade nicht anders aus. das stimmt allerdings. Aber ich glaube, um die Uhrzeit finden keine Fußballspiele mehr statt. Nur die, die keiner sehen will. Oder so. Wohl Leicester City, das ist echt ein Kracher. Also könnte man vorstellen, da ist die Bude ausverkauft. Also ich sage, bei Europapokal spielen die da bestimmt auch, oder? Und Schmeichel. Und den erkennt man. Thailand Smiles with you. Me.
Huiuiui. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der auf der Bank sitzt, der Wadi. Oder ob der gar nicht mehr dort war. Ja. Werden wir sehen. So ein bisschen. Vor allem ist es noch nicht lange her, da waren die Meister, ne? Okay. Ja, da merkt man schon mal, die Ballbeherrschung ist so ein bisschen eine andere. Wie jetzt der Barnes gerade abgekocht hat. Ja, nicht schön. Oh. Stark. Und kontern. Ah, schade. Ah, fuck. Ich wollte eigentlich gleich direkt weiter, aber der ist so abgerissen. Schade. Wäre eine gute Chance gewesen. Spieler im Fokus, Frühling. Ja. Naja, Fokus. Oh Gott. Das war nicht abseits? Ach du Scheiße, Obata. Ja, stand noch einer. Da stand leider noch einer. Ja, das war auch kein Abseits. Schon. Na, Schmeichel. Ja. Ist das? Nicht verletzt. Bumm. So, warte mal eben. Ich muss ganz kurz mal zum jungen Mann. Ich bin gleich wieder da. Noch. Okay. Du machst selber. Du machst ja auch ohne mich weiter, ne? Ich bin gleich wieder da. Das passt schon. Ich verliere ihn jetzt. Tor wie Nummer 13, Nies Frühling setzt sich durch gegen Kaspar Schmeichel. Wunderschön, das kann man sich ruhig öfter anschauen. Da freuen wir uns, da jubeln wir. Stark von Nies Frühling. Tor in der 11. Minute. Das war so nicht zu erwarten, dass wir da in Führung gehen. Gegen Leicester City immerhin. Im Carabao Cup, was auch immer für ein Cup das ist, da bin ich sehr überfragt, was diese ganzen Cups betrifft. Werdet ihr es ja vielleicht schon gemerkt haben. Gerade auch der zu Saisonstart war ja auch so ein eigener Cup. Und wir haben ja auch ein Ziel, dass wir in den Cup weit kommen, aber ich glaube, das ist der FA Cup, der dort gemeint ist. Das heißt, dieser Carabao Cup sollte eigentlich recht egal sein. Boah! Gut, dass Paulsen nicht schießen kann. Obata alleine gegen zwei und das dann so zu vergeben, das gehört schon was dazu. Das war gut. Aber stark die Nerven behalten, Obata. Ich wollte ihn auch nicht rausschicken, weil man kann ja nie wissen, was die machen. War das abseits? Ne, zählt. 2-0 Frühling. Weltklasse, der wird uns noch so viele Jahre Spaß machen. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass wir mit dem ganz durchsausen. Also der hat auf jeden Fall das Niveau für eine Liga höher. Ein Championship, glaube ich auch. Und dann mal schauen, wie er sich entwickelt. Der Nils Frühling klatscht ab mit Jones. Mit Sparks. Die Nummer 13 wird sich bald ändern. Bald werden die Trikotverkäufe neu gemischt, wahrscheinlich. Dann wird er die Nummer 9 kriegen. Stark. Sehr, sehr stark. Leicester hat eine 100%ige Chance, die sie vergeigt haben. Und wir haben die Dinge gemacht. Die 2. Barnes. So. Hallo. Guck mal, wie steht. Was? Okay. Und Leicester hatte eine 100%ige, die sind mit zwei Stürmern auf Obata losgelaufen und haben es komplett versemmelt. Krass. Aber es ist tatsächlich der Paulsen, glaube ich. Der hat zumindest dieselbe Frisur wie der von Leipzig. Frühling, was macht der da außen? Alter. Boah, schade. Ja. Da war er zu platt. Letzte Tick hat gefehlt. Krass, 2-0 gegen Premier League Club. Ja. Macht Lust auf mehr. Ich will jetzt nicht von zu leicht reden oder so, aber weil die ja schon mehrfach ranlaufen. Die könnten schon mehr Tore haben. Ja. Ja. Also die haben schon Qualität.
ich sag mal so, wäre es so, dass du wahrscheinlich die nächste Schwierigkeitsstufe wahrscheinlich schon 5-0 stehen oder so. Naja, Dingens war es so, der OM, oder? Oder? Ne, Jones. Okay. Jones? Das ist so gleich los. Jones ist Stürmer. Ja, ich dachte, das wäre der OM gewesen, ja, der da gerade anläuft. Die waren nämlich also beide hier. So. Ja, genau. Sehen schon sehr gleich aus. Ja, auch die Frisur ist halt sehr ähnlich und alles, ne? Mhm. Yes, da freuen wir uns. Krass, 3-0 in der ersten Halbzeit vor allem. Das ist ja schon... Schon? Tut schon weh, ich will es. Die sind jetzt nicht mit der Gurkentruppe angereist, also... Schon... Ja. Schon Kaliber eigentlich. Paulsen, Schmeichel... Die anderen. Perez ist Jose Perez, glaube ich, der bei Newcastle war. Wie er sich durchsetzt, ist eigentlich fast schon zu krass. Sparks, oh Mann. Ja, okay. Kurzer Pass und Sparks. Das hat dann gefehlt. Ich glaube ich nicht. Ich stell dir vor, kurzer Pass, Sparks. Pass. Ihr habt doch nie voneinander gehört. Die sich auch mal kennenlernen. Bitte lernt euch schnell kennen. Oh Gott, ist das Sparksblatt. Gut, dass wir da Ersatz haben. Auch mitgenommen haben, ne? Ja. Was war das denn für ein wilder Platz? Bullink? Ist doch Ferne. Ja. Ich krieg Schmeichel. Naja, dem haben wir schon 3 Dinge eingeschränkt. Ja. Aus welcher Distanz? Ah, Fetz, ne, das war kein gelungener Kopfball. Oh shit, den verspringt der Ball. Ja, Beste sagt, wären wir doch wieder zu Hause geblieben. Jetzt gewisse Sprache erspart, wobei es, ne, ganz abschreiben dürfen wir es auch noch nicht. Naja, simulieren sollte man doch nicht, oder? Ich glaube, dann kriegen wir die Hütte voll. Der Rand von Leicester. Diomande ist platt. Sparks ist platt. Zum Glück haben wir eine Linksverteidigung mitgenommen. Ja, und sonst? So lassen ja, sind, oder? Sind viele Platz. Aber ich würde jetzt erst mal, das Problem ist, ich würde es erstmal wirklich so noch so lassen, weil wenn du jetzt schon auswechselst, ist der nachher auch platt. Und das ist gegen Ende, dann könnte schlecht laufen. Dann lieber einen fangen und dann nochmal tauschen oder so. Also, falls sie jetzt so einen machen. Muss ja nicht wegen mir. Nee, also fangen nicht unbedingt. Williams ist halt echt unwiderstehlich. Theoretisch unwiderstehlich. Wenn er nicht gefault wird. Das war leider in dem Fall, glaube ich, einfach ein guter Zweikampf. Oder ein parteiischer Schiri, der mehr Kohle von Leicester kriegt als von Exeter City. Er ist mit dem Leicester-Bus mitgefahren, weil er aus Leicester kommt. Ganz unauffällig. Oh, danke. Ah, Fetz hinten und vorne. Achso, ich habe gedacht, er hätte auf der Linie gehalten und der andere hätte ihn raus. Didi. Kennt man auch. Aber Obata auch sehr stark. Allein dieses 2 gegen 1. Ja, 2 gegen ja davor hat er auch schon eingehalten. Wurde direkt vor ihm stand. Mhm. So. Stimmt, ja. Der braucht diese starken Spieler, glaube ich, so. Dass er oft trumpft. Nur dann kann er sich weiterentwickeln, würde jetzt jeder andere sagen, so von wegen was. Er braucht dann erst eine Herausforderung. Gegen die Unterklasse Deep Bar. Ja, kann sich mal einen einfangen. Hackentricks, kein Thema. Schön. Da weißt du. Wenn ihr unbedingt schön spielen wollt, wir würden gern weiterkommen. Oh, Jones. Ja, Jones. Azon. Ja, gut. Boah, das war dämlich. Okay. Stimmt. Alles gut. Auf.
Und die Auswechslung ist auch gleich erfolgt, ausgezeichnet. Mona, nicht verunsichern lassen. Oh Gott, er wirkt nicht so sicher. Er wirkt nicht so sicher. Schicken. Ich glaube, Liams hat nicht also mehr so viele. Eigentlich nicht. Ja, oh Gott. Liams hat nicht so viele Körner, oder? Ja, früher Liams ist nicht mehr so fit. Oh Gott, der Kimmer auch nicht. Wen holt er einen Einwurf raus? Frühling macht einen Einwurf, da müssen wir auch was. Oh, Rogers, cool. Frühling mit dem Einwurf, das könnte man vielleicht auch nochmal ändern. Ja, Nacho kommt, ja klar, warum nicht? Warum nicht? Jetzt habe ich Hunger. Ja. Oh, stark, Alter. Okay, schade. War das wieder Aremu? Aremu, ja. Also Moves hat er schon drauf. Move like Aremu. Ja, kann man machen. Einfach mal nach hinten spielen. Ja gut. Solange ich so ja abschließt. Gar nichts drauf. Solange ist so ab. Euch los. Ja, vielleicht ja. Wenn jetzt die Umrufe lauter, dass wir den Schwierigkeitsgrad ändern sollten, aber ich werde halt auf Profi zerfickt, glaube ich. Gegen Leicester in dem Fall noch mehr. Ja. Und schlecht sind sie ja nicht. Chill was? Haben halt einfach keine Chance gegen uns irgendwie. Da fehlt so das Zwischending. Aber ja? Ich glaube halt, es liegt auch daran, dass wir echt gut eingekauft haben. Weil das ich habe das vorher mal gemacht. Ich habe auch auf Halbprofi gemacht und habe ein paar Spiele eingekauft. Nicht die, die wir jetzt haben, sondern halt andere. Und es lief irgendwie überhaupt nicht. Ich habe das simuliert und habe immer so 0-1 verloren. 0-2 verloren, immer solche Sachen. War am Ende, glaube ich, 20. oder so und habe dann aufgehört, weil ich mir dachte, nee, das mache ich dann schon noch anders. Dann hole ich mir andere Spieler und dann spiele ich auch mehr. Das scheint echt geklappt zu haben. Ja gut, aber da ist wahrscheinlich auch der Unterschied, dass du mehr simuliert hast. Wir haben jetzt erst simuliert, wo es ziemlich klar war. Die Mannschaft schon ein bisschen ins Rollen gekommen ist auch. Mhm. Also, aber dann, meine? Daran kann es nicht am Schwierigkeitsgrad liegen, weil dann allein die Simulation auch höher, weil du kannst ja dann nicht auf Weltklasse stellen und der simuliert alles easy durch. Das wäre dann auch angepasst. Das heißt, ich glaube nicht, dass am Schwierigkeitsgrad liegt, sondern einfach, wie gesagt, dass wir gerade die stärkste Truppe eben in der Liga haben. Ja, also zumindest. Boah, was war das? Alter. Zumindest nicht alleine am Schwierigkeitsgrad, zumindest, würde ich sagen. Mhm. Also. Sondern das halt, ja. Ich meine, wenn du selber spielst, hast du natürlich immer Vorteile im Vergleich zum Simulieren. Weil du es halt selber steuern kannst, immer. Du bist nicht auf das angewiesen, was der Computer macht. Hm. Ja, das stimmt. Das ist halt stark. Stark, Leute. Ich finde es aber krass, dass die quasi erst alle total ruhig dastehen und dann abgehen wie Schnitzel. Weißt du, ist ja nicht vorher schon klar, dass wenn man 3-0 führt, eine Minute vor Schluss oder so, weißt du, von wegen. Jetzt müsste so, eigentlich ein Angebot von Leicester kommen. Auf die Blamage hinweg. Theoretisch schon. Müsste eigentlich der Brent Rogers da gefeuert werden. Vor allem kein Tor gemacht. Gegen den Viertligisten schon. Ja, das ist schon echt. Schon bitter. Nein, klar, für viele ist das halt, glaube ich, echt das Spiel des Lebens, ja. Da gab es schon auch mal so Ausläufer, wo es dann wirklich die Profiteams einfach. Ja. Also gerade in Runde 1 im deutschen Pokal kann ich es halt sagen, ja. Da hat irgendwie mal ein Dritt- oder Viertligist, glaube ich, gegen Hoffenheim 4-0 gewonnen oder so. Die haben aber halt auch mega aufgespielt und das hier Poisson, den dann so zu vergeben. Und die erste Runde ist meistens so, also dieses Jahr war es ein bisschen anders, normalerweise ist die erste DFB-Pokalrunde immer vor dem Ligastart. Und die unteren Ligen fangen aber vorher schon an. Achso, das heißt, die sind schon im Saft. Ja, haben schon Bissigkeit quasi. Ja, die sind quasi schon mitten in der Saison oder am Anfang der Saison auf jeden Fall schon, sind schon die Vorbereitungen und die großen Teams sind noch in der Vorbereitung meistens. Das ist dann immer so ein bisschen. Zum deutlichen Sieg. Jo. Ja, war mein Verdienst. Ich hab's da wieder gemacht. Verdienst der Spieler. Fröding, ja gut. Fröding ist halt schwierig, den jetzt noch höher zu stellen, ne? Ich meine. Grandioser Auftritt. Hat der gerade verloren? Hä? Der ist, glaube ich, einfach nur auf. Ist auf Maximum. Ja. Haben Sie die zweite Hälfte gesehen? Erfolg. Also grundsätzlich nächsten, oder? Würde ich jetzt sagen. Also, wir haben es von der Bank aus gesehen. Ich weiß nicht, wie Sie es gesehen haben.
Reporterkabine würde ich sagen, Reporterplatz würde ich jetzt mal einfach mal schätzen. So. Ja, eventuell. So, Jones, aber ich glaube... besiegelt Leicester-Niederlage, ja, und die zwei von Fröhling darf man auch nicht vergessen. Ich würde mal grob sagen, Zeit. Ich glaube, ja, ja, wir sind jetzt 50 Minuten sogar, uiuiui, okay. Ja, aber es ist halt... Das war's wert. Ja, das stimmt. Jetzt kannst du getrost abspeichern. Ja, und dann die Dingens machen, die Nummern zum Beispiel. Ja, genau. Vielleicht auch noch ein bisschen scouten. Ja, aber ohne mich dann. Was? Hoffmann, wann wird's denn mal so weit, Hoffmann? Der ist wahrscheinlich kurz bevor das Ding angefangen hat, wahrscheinlich hat er Ende Juni Geburtstag und ist da 15 geworden, genau. Was haben wir denn generell für Erwartungen? Das eine haben wir schon geschafft mit der hohen Erwartung. Mhm. Erreichen ist ja von 5 Spielen ohne Gegentor. Aber die ist sehr niedrig. Also, mal schauen. Folge also, national. EFL League 2 Ligameister werden, ja. Und Emirates Cup, Runde der letzten 32. Was ist denn der FA Cup? Also FA Cup ist jetzt offenbar nicht das, was wir jetzt gerade gespielt haben. Nein, das war der Carabao Cup. Irgendwas. Und das ist irgendwie der League Cup. Also das gibt 10 Millionen, ja. Das werden wir nicht schaffen. Ja. Also hier, aber du siehst die bei der Markenpräsenz, diese 5 Spiele ohne Niederlage. Mhm. Da ist die Priorität sehr niedrig. Von dem her, ja. Ich glaube, das können wir erstmal. Das wäre aber sehr nett. Ja, alle Ziele, die wir erreichen, wären sehr schön. Aber ich glaube, da müssen wir uns jetzt nicht darauf konzentrieren. Das ist, halt, ich damit. Ist halt die Frage, wenn wir jetzt mehrere Ziele nicht erreichen, ob das dann ein Problem ist. Weil wir werden die 10 Millionen nicht erreichen und wir werden das nicht erreichen. Und beim EFL ist halt auch die Frage, ob wir im Cup wirklich. Wenn du so weiter spielst, so weit kommen. Dann wird's schwer. EFL liegt, warte mal, Wettbewerb. Das ist der hier, Emirates FA Cup. Genau, da sind wir da, wo sind wir denn da? Warte mal, da gar nicht, oder? Kannst du weiter scrollen, weiter blättern? Ich wüsste gerade nicht wo, da wäre der nächste Wettbewerb, wenn ich darüber scroll. Also da sind wir dabei beim Carabao. Da spielen wir gegen, also gegen wen spielen wir da? Das ist auch schon ausgelost. Portsmouth. FC Portsmouth. Okay. Erst gegen Leicester und dann gegen Portsmouth. Okay. Aber nicht Arsenal immerhin. Noch nicht. Ja, ja, naja. Aber das heißt, wir sind da noch nicht drin? Oder wie verstehe ich das jetzt? Oder? Verstehe ich auch nicht. Ich kann hier nirgendwo weiter scrollen. Warum sollten wir denn. Wieso soll man denn gewinnen? Oder haben sich die einfach vertan? Ich weiß es nicht. Und meinen den anderen Cup, den wo wir teilen, haben wir richtig sehen. Wobei da gibt es ja nochmal einen, glaube ich. Kann es sein, dass das so langfristig. Dass das hier, wo wir drin sind, diese Trophy, irgendwie so eine Qualifikationsding für den FA Cup ist? Dass wir erst später einsteigen? Vielleicht Exeter, Cambridge und Rochdale. Die waren jetzt da aber auch nicht vertreten. Nee, okay. Doch Cambridge ist drin. Hä? Was ist das denn für eine Auflistung hier? Hä? Keine Ahnung. Ja, dann kann es das auch nicht sein. Ja, vielleicht Cambridge ersetzen wir dann Cambridge quasi. Ach so, dass das freigehalten wird für denjenigen, der... Ja. Aber dass da nicht Rochester drin steht als... Oder Rochdale als bestes Team. Ja, stimmt. Hätte man sich eigentlich auch mehr erwartet. Also was, jetzt zum Beispiel Tranmere Rovers habe ich gerade gesehen. MK Dons und Oxford United. Robert waren drin, habe ich gesehen. Gegen Cambridge übrigens. Dann kann es aber auch nicht sein. Ja, eben, deshalb bin ich so, was englische Pokalding, bin ich so verwirrt. Ich hatte es auch gerade erwähnt, wie du nicht da warst, so, what the fuck, ich weiß gar nicht, in welchem Cup wir gerade spielen. Weil wir hatten noch irgendeinen anderen Cup auch, als die Dinge zwar, diesen European International Cup. Haben wir auch noch gemacht. Ist ja quasi, das ist ja das Vorbereitungstermin. Das ist ja im Prinzip also, Vorbereitung, dass du Geld machst, im Endeffekt. Es sind mir einfach zu viele Cups irgendwie. Da blicke ich echt nicht so durch. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum zum Beispiel Tranmere Rovers
im FA Cup sind und wir nicht irgendwie. Und also zumindest in Runde Ja, 1. ja. Kann natürlich sein, dass wir so gut sind, dass wir erst in Runde 2 einsteigen. Weil wir sind ja nicht ausgeschieden, wir haben ja bisher alles gewonnen. Deshalb sage Also, ich ja, ich glaube eher, dass wir, wenn dann in Runde wir 2. überspringen das quasi. Ja, es ist ein ganz komisches System. Ich verstehe auch nicht genau, woher das herkommt, aber wir werden da aufgelistet. Wir sind ja so schlecht ja auch nicht. Auch vorher nicht gewesen. Also. Kann man da irgendwie sortieren nach FA Cup oder so? Nein. Du wolltest RB. Kalender. Liga. Wir mussten, was ist das? Auch Liga, 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 letzte Liga. Liga. Ist alles Liga? Warte, warte, da war gerade was. Pokal. Das gegen Portsmouth. Das war mit dem Carabao. Das ist auch so, das ist immer noch dieses Turnier gegen Cambridge. Spielen wir nochmal. Okay, das ist Liga alles wieder. Da gibt es dann keinen Cup mehr. Offenbar war der dann, ist er dann beendet. Ja, die Frage ist, ob das Oder schon wir sehen geplant es halt ist. noch nicht. Das ist Ja, das wahrscheinlich kann auch eher noch sein. nicht geplant. Dass wir nur die Spieler haben, die wir dabei sehen, aber das FA Cup sehe ich zumindest überhaupt nicht. Also. Heißt aber auch noch nicht, dass wir das nicht sieht. Also, dass wir da gar nicht drin sind. Vielleicht werden wir es im Nachhinein berechtigt. Ja, das könnte schon sein. Ich habe keine Ahnung, Oh, aber interessant. sind wir in 3 Cups? Habe ich das richtig verstanden? Ja, und ist ja nicht so, dass die Liga sehr klein wäre. Also da kommt schon echt einiges auf uns zu. Aber Wir haben, dabei 10 Spiele, 30 Punkte. Geht ich sag mal klar. so, wir haben bewusst einen breiten Kader, der noch breiter wird wahrscheinlich. Wobei, wir haben ihn sogar relativ reduziert. Ja, Wenn ich aber jetzt am Anfang denke, da war auf jeden Fall mehr. Aber wir ja, haben clever eingekauft, auf jeden Fall. ich sage mal, der wird auch noch breiter werden müssen. Alle, die da sind, helfen uns eigentlich. Ja, und ich gehe mal davon aus, der wird auch noch breiter werden müssen, der Kader, weil diese allein in der Liga schon über 40 Spiele. Ja. 42, ja, oder? Merkt man auch an der Fitness. Also das wird schon richtig heftig sein, dann, wenn wir im Pokal noch weiterkommen. Oh Gott. Dann. Guck mal, wer übrigens Captain geworden ist. Captain Koga. Okay. Held in meiner Welt, ja. Ist es eigentlich wichtig, welche Werte ein Kapitän hat? Weißt du das? Ich weiß nicht, ob der Führungsspielerwert er hat, weil es wird einem zwischendurch, wenn der schlecht ist, wird der, Ach, glaube ich, als Schlüsselspieler vielleicht? das kann sein. Aber wenn der richtig schlechte Werte hat, scheinbar hat, gibt es da irgendwelche Führungsqualitätsspiele, die du, oder Werte, die du nicht gucken kannst. Finde ich super. Also zumindest habe ich noch keine gefunden. Vielleicht habe ich, ne? Ja, nee, ich auch nicht. Oder es hat irgendwas mit Aggressivität oder irgendwas, dass es irgendwie da reingerechnet wird. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist manchmal so eine Mail, wenn du richtig einen, der total scheiße ist dafür, als Kapitän ausgewählt hast, aus welchen Gründen auch immer, dann kommt eine Mail von wegen, ja, vielleicht willst du dich doch lieber einen anderen nehmen. Wir sagen dir zwar auch nicht, wer gut ist, aber probier Ja, einfach mal. genau, so in der Art. Ja, okay. Von dem her, Er also ich könnte habe schon schon. passen, er ist einer der stärksten Spieler. Und ist, wie Schlüsselspieler, gesagt, spielt immer. hat ordentlich Bissigkeit, ist glücklich. Ich hätte halt gedacht, dass sie dann irgendeinen nehmen wie Sparks oder so, der schon ewig dabei ist. Aber, Scheint wohl dann doch sehr auf die Werte fixiert zu die sein. versteckten. Oder? Ja, entweder auf die versteckten oder das ist tatsächlich welche von den bestehenden irgendwie aus Aggressivität oder irgendwas zusammengemischt. Moral und was weiß ich was. Ruhe. Ja, wer weiß, ja, dass es dann irgendwie heißt von wegen, der ist ein Guter. Wenn er dann noch irgendwie. Aggressivität, der scheißt immer zusammen. Mental, ne, mental kann natürlich schon einiges sein, ne? Dass das mental viel damit zusammenhängt. Ich weiß es nicht, aber Stärke, der kann sich durchboxen. Grätsche. Was sind diese FS-Präsenz? Geh nochmal zurück. Da. Freistoß? Okay. Na gut. Das ist ja Präsenz? Hallo? Führungsstärkenpräsenz. Weißt du? Aber Ach 42 so. ist da auch nicht so gut. Ja. Aber es ist schon Freistoß, glaube ich. Ja, dann wären wir alle scheiße. Es ist keine Präsenz, sondern Präzision.
übrigens. Ah. Präsenz. Präsenz, genau. Ach, er hat Weitwurf, deswegen darf er die Freistöße, die Dingens einschießen. Ja. Ja, das gut. Sollten wir vielleicht nochmal ändern. Ja, wie willst du das ändern? Ich ja, die Rollen. Die Rollen. Achso, ja. Ich meine, ja. Kann ich ja sagen, Captain soll Kuga werden oder wer andere. Es klang gerade so im Sinne von. Aber der ein, darf nicht mehr. Aber Einwürfe sind hier nicht dabei, oder? Stimmt, ja. Hä? Anweisung vielleicht? Nee. Ja, der wird wahrscheinlich die. Das macht er einfach so, ohne dass man. Ja, ich weiß, der wird wahrscheinlich den nehmen, der diesen Wert hat. Automatisch. Wow. Okay. Es ist leider nicht so gut für uns, weil unser Stürmer vielleicht nicht unbedingt da stehen sollte zum Einwerfen. Wie ist denn das zum Verständnis? Die linke Ecke soll der Rechtsfuß treten? Nee, ja, wenn du, oder? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wenn du sie mit dem rechten von links, dann geht es, glaube ich, zum Tor hin, oder? Ja. Und wenn du es mit dem anderen Fuß machst, gesagt. Mit dem anderen Fuß machst, geht es vom Tor weg. Das ist natürlich je nachdem, wie du die Flanken reinbringen willst. Ja, eher rein, also eher nah ans Tor. Nah ans Tor. Das heißt, du müsstest für die linke Ecke Pass der Williams und für die rechte genau. Müsste ich den so einen Rechtsfuß nehmen. Ein Linksfuß. So. Oder? Für die linke Ecke den Rechtsfuß, ja. Und für die rechte Ecke den Linksfuß. Mhm. Ich überlege jetzt nur gerade, was ist da Freistoßpräzision? Ist das ein Freistoß? Naja, es ist im Prinzip so, wie ein Freistoß. Das ist da angepriesen. Das ist wahrscheinlich von der Präzision her wie so eine Flanke beim Freistoß. Ja, dann sollte vielleicht eher der Williams die weiterhin schießen. Effe ja, ist auch nicht so der Hammer. Wir haben noch keinen guten. Ja, wobei der Williams Capriccio. Ist tatsächlich besser. Ja, der ist schon besser. Williams linker ist übrigens linker Fuß, ne? Oder? Weiß nicht, wie der jetzt verguckt. Oh. Braucht man einen Rechtsfuß für. Aber der ist ja trotzdem der Beste. Ja, ist egal, sowieso der Beste. Ja, nee, dann lass ihn beide spielen. Ja. Ich meine, ist nur ein bisschen variantenreicher, dass der eine halt rein und raus. Also. Ja. Ja. Ja, okay, gut. Ja, gut, hat ja generell die besten Werte. Darf eigentlich alles machen, bis auf 11 Meter. Dann lassen wir die Folge mal nicht zu lang werden jetzt. Passt, na gut. Ist schon sehr lang. Dann ja. Lief das doch echt sehr gut. Wieder danke fürs Zuschauen. Ja, auf jeden Fall. Sei beim nächsten Mal wieder dabei. Gerne, gerne. Jetzt klappt, bin ich beim nächsten Mal auch wieder dabei. Gerne, gerne. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau, bis dann. Bis tschüss. Dann, ciao.